Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Hallo an diesem wunderschönen Montag. Heute war auch mein erster Arbeitstag, deswegen bin ich etwas verstrahlt. Mein erster Arbeitstag dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt den schon alle hinter euch. Ich muss den heute hinter mich bringen. Aber auch das ging mit links. War natürlich wieder ein bisschen schwierig, morgens um 4 aufzustehen. Kurz nach 4, 20 nach 4. Nicht ganz pünktlich, aber ich bin rausgekommen. Und habe das Beste draus gemacht. Ja, heute machen wir was richtig Tolles. Ein schönes Käsefondue. Wahrscheinlich viele haben es noch nicht gegessen oder haben sich wie ich sonst so eine Fertigmischung geholt, die auch wirklich schweinelecker ist. Hallo Lini, Küsschen. Die auch wirklich schweinelecker ist. Heute probieren wir das Ganze mal selber zu machen. Und ich habe so ein paar Ingredients dafür schon besorgt. Sieht jetzt nicht so spannend aus. Ehrlich gesagt sieht es echt ernüchternd aus. Aber wir brauchen auch nicht viel für ein Käsefondue. Weil der Käse macht so derbe satt. Wir brauchen nur ein paar Sachen, die wir drin tunken können. Und in dem Fall ist es einfach Brokkoli. Brot, das wir runterschneiden, einen Würfel, ein paar Drillinge, kleine Kartoffeln, die wir abkochen. Die werden wir jetzt auch gleich als erstes reinschmeißen, dass die schon mal kochen können, dass sie gar werden. Und den Käse natürlich. Und den wir noch ein bisschen abwürzen dann mit Kirschwasser und trockenem Weißwein. Damit wir ein bisschen Flüssigkeit in den Käse bringen, damit sich diese ganze Masse auch verbinden kann, damit wir am Ende einen homogenen Käse haben, weil wenn wir nur den Käse auflösen würden, wäre das zu dick, zu zäh und das funktioniert nicht so ganz. Der würde dann auch wahrscheinlich nur anbrennen und das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen habe ich schon mal im Hintergrund Töpfe aufgestellt, weil wir die Kartoffeln gleich kochen werden, beziehungsweise ich schmeiße jetzt einfach schon mal rein. Das wäre das Beste, weil die echt lange brauchen oder in Relation zum Rest sehr lange brauchen und wir die nicht kochend heiß essen wollen.
So, das war der erste Schritt in ein leckeres Käsefondue. Nexus, vielen Dank für dein Follow. Das war der erste Schritt in das leckere Käsefondue, die Kartoffeln. Medikpo, moin. Was viel wichtiger ist bei der ganzen Sache ist, dass wir den Käse, bevor wir den zu einem Fondue werden lassen, klein machen. Ich sag, Nexus, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks an diesem Montagabend. Müssen wir den ganzen Käse erstmal klein reiben. Klingt ein bisschen nach Arbeit, ist aber wirklich einfach, wenn wir eine Reibe haben. Wenn wir eine Reibe haben. Hier ist sie. Und zwar nicht fein reiben, sondern erstmal grob reiben. Feier Koststreams auch, wenn ich selbst nicht kochen kann. Aber Käsefondue ist absolut Liebe. Definitiv. Ich hatte jetzt 2 Wochen Besuch aus der Schweiz. Und muss sagen, wir haben das ein oder andere Mal Käsefondue gegessen. Und es war echt lecker. Es war wirklich lecker. Es gibt ja auch diese Fertigmischungen vom Käsefondue. Die sind auch schon echt gut, muss man sagen. Da gibt es auch verschiedene Hersteller, verschiedene Mischungen, verschiedene Käsesorten, Verhältnisse, aber alle haben grundprinzipiell die gleichen Anteile drin. Und ich dachte mir, Leni, vielen Dank für deinen Horst. Und ich dachte mir, wir müssen nicht das unbedingt immer kaufen, diese Fertigmischungen, sondern wir probieren es heute mal selber. Ist nicht allzu schwer, denke ich mal. Und es ist natürlich ein bisschen teurer. So eine Packung fertige Mischung kostet irgendwie 2,60 €. Ja, alleine der Käse ist natürlich, ich meine, allein das Brot sind 3 €. Ich hätte auch ein halbes kaufen können. Dann haben wir Appenzeller. Schweizer Appenzeller. Kann man es lesen? Ajo. Das ist noch ein Stück Appenzeller. Kamera unscharf. Und hier haben wir Schweizer Emmentaler. Na? Emmentaler. Ich mag es sehr pikant, deswegen ist mein Anteil von Appenzeller wesentlich höher als dem Emmentaler gegenüber. Wie gesagt, wir bringen sowieso noch Flüssigkeit rein durch den Weißwein und das Kirschwasser. Sonst würde das alles nicht emulgieren. Der Fettanteil vom Käse würde einfach nur abscheißen. Und das wollen wir ja nicht. Man kann das natürlich übrigens auch ohne Alkohol machen. Dann macht man vorher einfach eine Mehlschwitze und macht das dann auf Milchbasis und lässt den Käse dann da drin vergehen. Also Butter zergehen lassen im Topf, mit Mehl abbinden, habe ich euch alles schon gezeigt, eine Roux machen, Verhältnis 60 zu 40. Das heißt 60 Gramm Mehl, 40 Gramm Butter, die 40 Gramm Butter vergehen lassen, zergehen lassen im Topf, mit 60 Gramm Mehl bestäuben, verrühren und dann mit einem halben Liter Milch aufgießen und abbinden lassen. Und da kann dann der Käse drin schmelzen. Wir mieten zur Gamescom ein Häuschen mit ein paar Streamer-Kollegen, auch bekannte Gesichter dabei. Hättest du nicht Bock, einen Abend mit uns zu kochen und das dann zu streamen? Wenn du wissen möchtest, wer denn alles da ist, schreibe ich dir das gerne via Whisper. Kein Problem, ich bin für alles offen. Ist in Köln, glaube ich, ne? Ja, können wir gerne mal in Ruhe drüber reden, kein Problem. Wie gesagt, kochen mache ich wirklich gerne und wenn ich damit Leuten noch glücklich machen kann, ist es umso besser. Ja, genau. Bei dem Brot ist es ganz einfach. Also an sich ist es sowieso ein einfaches Gericht, ein mega einfaches Gericht. Ja, sehr gut, ich schreibe dir mal fix. Kein Problem, gerne. Es ist an sich wirklich, wir haben einfach nur
Komponenten, Komponenten, Komponenten. Und es ist kein Gericht, wie man es ursprünglich kennt. Hauptkomponente und dann Reis, Gemüse, Soße, sondern wir haben Käse zum Dippen. Und bei mir hat sich wirklich, oder bei mir und meiner Leni hat sich herausgestellt, Brokkoli ist mega geil dafür geeignet. Also Käse und Brokkoli, sorry, aber das ist also, das löst Emotionen in mir aus, ja. Das ist wirklich mega geil. Kartoffeln und Käse ist sowieso auch geil und Brot und Käse eh, keine Frage, ja. Aber man kann das halt mit so vielen Sachen machen. Man kann auch Früchte dazu nehmen. Man kann, habe ich gelesen, Ananas, ja. Viele machen das mit Aprikosen, ja, wegen der Säure, weil das halt einfach mega geilen Kontrast zu dem Käse bietet. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ich werde vieles ausprobieren. Zwar nicht heute, aber ich bleib bei den Sachen, die ich auf jeden Fall kenne heute. Und hoffe, dass das Käsefondue an sich erstmal von der Konsistenz her gut wird und natürlich dann auch vom Geschmack her gut wird. Nun liegt es aber nicht alleine nur an dem Käse, dass das Fondue gelingt, sondern ihr seht unten links diesen Porzellantopf. Das ist ein original Schweizer Käsefondue-Topf. Käsefondue. Keramik. Dann noch so schön bemalt mit so hier Schweizer Flagge, so ein bisschen Motiven und so. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, Mensch, woran erkennt man denn jetzt so ein original Schweizer Käsefondue-Set? Käsefondue-Set. Ich kann es euch mal zeigen. Man erkennt es nicht am Hersteller. Ja, das ist so das Ding, was man dann auf den Tisch stellt, wo der Topf drauf kommt und man das Käsefondue dann warm hält. Vorne kann man noch die Intensität einstellen der Heizplatte. Daran erkennt man jetzt nicht gleich. Ist das ein original Schweizer? Aber ich sag euch, wo man eins auf jeden Fall dran erkennt, dass es ein original Schweizer Fondue Set ist, ist der Stecker. Bei denen gibt es bei uns definitiv nicht. Das ist ein Schweizer Dreipunktstecker. Den gibt es nur in der Schweiz. Ich schaue mir das nachher an und dann gucken wir mal, ja? Ja, so sieht das Ganze aus. Völlig easy peasy Set. Kennt jeder, glaube ich. So, Kartoffeln stehen auf. Ja, easy, auf jeden Fall easy. Ich würde mich freuen, wenn das klappt und wir das irgendwie hinkriegen. Und ich bin gespannt, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt 300 Leute sind oder so, ist das alles völlig in Ordnung. Und die Küche muss natürlich mitspielen. Das ist natürlich auch, muss irgendwie so ein bisschen Küche sein. So ein bisschen. Oh, Fiends. Hey, nicht lästern. Ist geile Steckerform. Ja, die, eine der geilsten Steckerformen in der Nicht-EU. Aber wie gesagt, original. Der Schweizer erkennt es auf jeden Fall. Herzlich willkommen heute Abend. Gehört in jeden Haushalt. Das auf jeden Fall. Also ich will es wirklich nicht mehr missen. Geiles Teil. Und man kann ja nicht noch Käsefondue davon machen. Denn man kann ja auch ein ganz normales Fondue mit Brühe machen. Oh, Donald, moin, mein Lieber. Nee, so 10 bis 15 Leute mieten eine Villa, da sollte die Küche dann passen, hoffe ich. Joa, ja. Gut, meistens ist dann das Augenmerk eher so auf Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer. Küche kommt bei vielen zu kurz, aber ich denke, mit Glück könnte es passen, ja. Ich lese mir das mal in Ruhe durch und dann schreibe ich dir einfach nachher. Kein Problem. Ein Dessert-Stream wäre mal mega. Ja, also wir können da alles machen, aber ihr würdet wahrscheinlich nicht die ganze Zeit zugucken, ihr wollt dann wahrscheinlich nur essen. Wenn ich die ganze Zeit streame und dann von Anfang an alles mache, über Vorspeise, Suppe, Zwischengang, Hauptgang, Dessert, ja, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen viel, weil das ist ja, man kommt nicht da an und nach Stunde ist alles fertig. Das wird ein bisschen aufwendiger dann. Also wenn es cool werden soll, wird es ein bisschen aufwendiger auf jeden Fall. Ja, so, Kartoffeln wie gesagt kochen. Ich habe noch hinten einen kleinen Topf aufgestellt, dort werde ich den Brokkoli planchieren.
Und das Wasser kocht. Ich werde erstmal das Wasser salzen und mir dann den Brokkoli runterschneiden. Und dann fangen wir an mit dem Käse raspeln, dem Brot schneiden und unser Fondue. Ich habe vergessen, dieses scheiß Ding wieder auszumachen. Ey, boah. Porsche G94, moin, servus, schön, dass du auch wieder dabei bist. Leni weiß ganz genau, was ich meine. Ich habe hier so ein Raumding, so ein Psst. Und das steht hier, nicht unweit von meinem Arbeitsplatz. Und alle 38 Minuten macht es Psst. Und dann kommt halt Raumduft raus. Ja, ich krieg's ab. Brokkoli ist auch eine der Gemüsesorten, die total unterschätzt werden, ne? Also, du kannst den sogar roh essen, einfach nur kurz gebraten. Oder den Strunk blanchieren im Ganzen und dann in Erdnusssoße tauchen oder so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was du mit Brokkoli machen kannst. Einfach nur oben die Röschen runter. Also einfach nur das hier oben runter. Ja, dieses ganz feine. Dazu geröstete Pinienkerne, Tomaten, Concassé. Das Gelbe vom gekochten Ei, das Gelbe und das Weiße gehackt. Schalotten, ein bisschen Essig und Olivenöl und Fleur de Sel. Das ist so eine geile Pinienkern-Tapinade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für Aromen sind, was das für ein Flavor ist. Und das auf einem Carpaccio oder so, ist einfach der Hammer, wirklich. Es wird so unterschätzt, Brokkoli. Ich mag dich, Brokkoli. Du kannst dich bei mir wohlfühlen. Wir werden Freunde. So. Ja, wir müssen das natürlich auch in mundgerechte Stücke schneiden, dass man es natürlich nicht so groß hat. Einfach halbieren. Die großen werden wir mal vierteln. So, und da ich ja natürlich jetzt für mich alleine koche, brauchen wir jetzt hier nicht einen riesen Aufriss machen und den ganzen Brokkoli runtereiern. Deswegen werde ich diesen anderen hübschen Teil des Brokkolis noch für was anderes verwenden. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, so viel Hunger habe ich auch nicht. Weil man darf das echt nicht unterschätzen. Da sind die Augen werden da richtig schnell groß und dann, oh, Käse, 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 Käse. Und boah, man ist so schnell satt, ehrlich. Das stopft natürlich Brot, Brokkoli, Kartoffeln, ja, alles stärkehaltig, der Käse. Da ist man schnell am Limit. Glaubt's mir. Brot, das ist sogar noch warm. Schönes Sonnenblumenkernbrot. Und ich würde euch wirklich empfehlen, also ich stehe da voll drauf, für so ein Käsefondue Brot mit Körnern. Ob es Sonnenblume, Kürbis, whatever ist. Holt euch eins mit Körnern. Ich finde den Flavor einfach mega, mega gut und viel besser als einfach nur ein normales Weißbrot oder ein Gerster oder was immer. Das hat jetzt auf jeden Fall einen Anteil jetzt komme ich nicht drauf, Mann. Ja, ist auch egal. Das ist auf jeden Fall kein reines Weizenbrot, sondern hat noch andere Anteile drin vom Mehl. Deswegen ist es auch sehr fluffig, sehr klebrig. Ist halt gerade frisch aus dem Ofen, das ist noch echt warm.
Einfach in mundgroße Stücke machen. So. Und wer meinen Hund kennt, der wundert sich jetzt, warum er noch nicht neben mir steht. Der ist kaputt. Der liegt auf dem Sofa und chillt. Normal bei jedem Geräusch, auch gerade wenn ich Brot schneide, steht er sofort neben mir. So, Brokkoli rein ins Wasser. So, jetzt haben wir nur noch den Käse vor uns. Dann machen wir natürlich gleich die Rinde ab. Weil gerade beim Appenzeller ist da noch Folie mit dran. Die wollen wir nicht im Käsefondue haben. Auch wenn es schön glänzt und glitzert, wollen wir das nicht haben. Das gute Aluminium. Genau, Leni, die Lö, die kleine Lila-Maus. Oh, so ein Schweizer Emmentaler, ey. Oh, kannst du auch mit los, ne? Oh. Oh. So, wirklich easy Nummer. Immer gucken, was die Kartoffeln machen, ganz wichtig. Einen kleinen Moment brauchen wir noch. So, das heißt, wir fangen jetzt an, unseren Käse zu reiben. Einfach über die grobe Reibe ziehen. Ach, ich bin so gespannt, ne? Ich stehe so drauf. Also Leni, wenn ich jetzt sage, dass das besser schmeckt als das, was wir sonst gekauft haben, dann machen wir das jetzt nur noch selber, auch wenn es länger dauert. Aber wir müssen ja sowieso nebenbei die Sachen kochen. Dann haben wir eh ein bisschen Zeit. So, der Emmentaler ist natürlich ein bisschen weicher. Immer schön auf die Finger aufpassen. Guckt euch diese Käsepracht an. Herrlich. Also, das kriegt noch mein Hund. Der steht mir echt voll auf Käse. Ich glaube, das hat er von mir. So, wir haben Appenzeller, wir haben Emmentaler. Und die Hälfte dieses Appenzellers mache ich noch dazu. Natürlich ohne Aluminium. Appenzeller. Zwischendurch muss aber Gruyère sein. Ja, das kriegen wir hin.
Also ich habe auch geguckt, ob sie Gruyère haben heute, aber heute ist kein Gruyère im Angebot. Sonst hätte ich auch Gruyère mit reingenommen. Hätte man ja auch machen können. Also drei Sorten Käse ist ja überhaupt nicht verwerflich. Schmecken muss es, ne? Das ist wichtig. So. I'm very excited. Ich mach den Topf schon mal an. So, Kartoffeln brauchen einen Moment. Brokkoli ist auch gleich fertig. Wir geben als erstes in den Topf einen Schuss Weißwein. Einen trockenen Weißwein. Und einen Schuss Kirschwasser. Boah, ich stehe voll nicht so auf Schnaps. Aber als Flavor ist es echt gut. So, jetzt haben wir diesen Klassiker, dass aus dem Griff ein bisschen Wasser kommt und dadurch hüpft dieser Topf hin und her, weil das Wasser unten unter dem Topf verdampft und quasi so ein Hoverboard bildet. All-Time-Klassiker, Holzlöffel. Man kann es auch mit Bier machen, finde ich aber nicht so mega. Deswegen werde ich es auch nicht ausprobieren. Bier ist echt gut, ne? Aber eher zum Trinken. Und nicht für ein Käsefondue. Entschuldigung, Käsefondue. Und es braucht vor allen Dingen, der schwimmende Topf, ja, und es braucht vor allen Dingen Zeit und Geduld. Ganz wichtig.
Über den Brokkoli lassen wir ein bisschen kaltes Wasser laufen. Das heißt, wir refreshieren ihn. Passiert folgendes, der Brokkoli ist heiß. Er hat seinen Garpunkt erreicht. Wir lassen kalt Wasser drüber laufen, um den Garpunkt zu unterbrechen, beziehungsweise das weitere Garn zu unterbrechen. Hat den Vorteil, dass das Gemüse erstens knackig bleibt. Zweitens, das Chlorophyll, das ist der grüne Farbstoff in dem Gemüse, wird durch Hitze zerstört. Was oft dazu führt, wenn Gemüse zu lange, grünes Gemüse zu lange warm gehalten wurde oder zu heiß gemacht wurde, wird es grau. Das liegt daran, dass Chlorophyll die Hitze nicht ab kann und sich zersetzt und grau wird. Grün, grau, Hitze. Kaltes Wasser unterbricht das. Ja, und die Vitamine bleiben natürlich erhalten. Nur Vorteile. Buhmann, vielen Dank für deinen Raid mit 8 Leuten und herzlich willkommen an jeden einzelnen Zuschauer von der Buhmann Army. Dennis, Grüße gehen raus, vielen Dank mein Lieber und schön, dass ihr da seid. Prost. Wir machen heute Abend Chaisfondue. Chaisfondue selber. Wir haben Appenzeller am Start, wir haben Schweizer Emmentaler am Start. Wir haben Brot am Start, wir kochen uns Kartoffeln, die haben wir schon gekocht, Brokkoli dazu. Und jetzt gerade machen wir unser Chaisfondue. Moin King. Ganz wichtig bei der Sache ist relativ geringe Hitze, dass der Käse Zeit hat zu schmelzen und mit der Flüssigkeit zu emulgieren. Sonst scheicht das Ganze nur ab oder im schlimmsten Fall brennt der Käse an und dann haben wir alle nichts gewonnen. Wie geht's, wie es mir geht? Mir geht's gut, King. Ein bisschen müde, ein bisschen deppert. Erster Tag heute dieses Jahr gearbeitet. Eine relativ schlaflose Nacht gehabt, von links nach rechts gewälzt. Kaum geschlafen, irgendwann aufs Sofa gegangen und dann noch eine Stunde gepennt und 20 nach 4 heute Morgen aufgestanden und seitdem auch sleepless. So fühle ich mich auch und deswegen freue ich mich mega auf dieses leckere Chaisfondue und hoffe, das wird auch echt lecker. Buhmann, vielen Dank für dein Resub im 4. Monat aktuell. Küsschen aufs Nüsschen, mein Herzchen. So, wie gesagt, woran erkennt man ein Schweizer Fondue-Set? Richtig. Der Stecker sieht irgendwie komisch aus. Richtig komisch. Das ist doch nicht von dieser Welt. Zack, Adapter ran. So, ich nehme das hier mal rüber. Da sieht man das ein bisschen besser, ne? Und wir müssen das noch ein bisschen rühren. Gut rühren. Weil wir jetzt momentan haben wir einen zu hohen Flüssigkeitsanteil dran. Das heißt, wir müssen ein bisschen Flüssigkeit rauskriegen durch Verdampfen. Und machen gleich nochmal ein bisschen mehr Käse rein. 4 Monate schon, Digga. Zu krass, wie die Zeit rennt. Auf jeden Fall. 4 Monate kam mir vor wie vor 2 Wochen.
Na dann, Kerl, lass dir schmecken. Mach ich auf jeden Fall. Das war sowas von Safe Call. Also, stell das mal andersrum. Obwohl, nee, ihr seht's ja, ne? Ihr seht den Brot, ihr seht Brokkoli. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen live was reinreiben. Bella Blue Sky, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Freunden mit dem guten Geschmack. So, that's all auf der Appenzeller in the Cheese Topf. Killer, hast du schon mal Käsefondue mit Alkohol gehabt? King, gib mal ein, Ausrufezeichen Essen. Oh, guck mal, was ich bei mir ins Käsefondue mache. Kirsch, Wasser und Weißwein. Yay. Ja, na klar. Ja, sicher. Das muss da rein. Das muss einfach da rein. Das bringt Säure mit rein. Das bringt Flavor mit rein. Das muss da einfach rein. So, jetzt rühren wir, dass sich das alles schön emulgiert. Am Rand sehen wir noch so eine kleinen Fettschlieren. Die wollen wir noch reinjagen. Ja gut, krasser Typ, Alter. In jeder Fertigmischung ist auch Alkohol. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch gesagt, man kann es auch ohne Alkohol machen. Das ist auch relativ, das ist auch möglich, kein Problem. So, jetzt kommen wir doch dahin, wo wir hinwollen. Oh, guckt euch die Konsistenz an. Oh, ein Traum. So, der Fettrand ist weg. Das Fett ist jetzt komplett aufgenommen und emulgiert. So, das heißt, wir haben jetzt komplette, also die Flüssigkeit, dass der Alkohol bzw. der Weißwein, das Kirschwasser ist komplett mit dem Fett von dem Käse emulgiert. Ja, es ist komplett in sich eine homogene Masse. Und wir haben jetzt kein Fett am Rand, das überschwimmt oder so, sondern wir haben ein glattes Käsefondue. Oh, geil. Na, hast du schon Hunger? Oh, aber mega, ey. Mega gierig. So, jetzt werde ich aber das erstmal einmal probieren und dann muss ich es wahrscheinlich nochmal abwürzen. Machen wir mal so ein Testbrotbrocken hier. Gierig. Also ganz ehrlich, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Fertig, mit einem Fertig Null. Wir machen noch Salz dran, ein bisschen Fleur de Sel,
null. Wirklich null. Bisschen Muskat. Frisch von der Reibe. So wirklich nur, um so ein paar leichte Nuancen zu setzen. So, das löse ich jetzt auf. Oh, geil, ey. Das ist mal... Also, Leni, ganz ehrlich, das ist mal ein Reisfondue, ja? Wie es im Bilderbuch steht. Da wäre jeder Schweizer stolz auf mich. Damit hätte ich sofort direkt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Aber sowas von. Hier, direkt in der Tasche. Zack. 10 Jahre wohnen in der Schweiz. Nee, der Junge kann Reisfondue. Ja, DJ Bobo würde mich sofort adoptieren. Jetzt will ich Käse. Lara, herzlich willkommen. Boah, Markelle, Alter, jetzt hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich sag's euch. Immer wieder. Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Ja. Immer wieder. Alter. So, jetzt haben wir nochmal nachgewürzt mit Salz und ein bisschen Muskat. Schönes Brot hier. Oh, guckt euch das an. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh. Oh. Jetzt habe ich auch meinen Hund geweckt. Hey, Jokelle, ich könnte nichts essen, was mir war bis gerade unterwegs. Ich mache mir gleich Essen. Okay. Ich werde gar nicht mehr begrüßt. Nein. Haben wir gemacht? Was sagst du, Mama? Was habt ihr gemacht? Was gegessen vorher? Ah, okay. So, jetzt gefällt mir aber die Konsistenz trotzdem noch nicht. Weil es ist wirklich jetzt echt ein bisschen zu käsig. So, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Weißwein oder ein bisschen Kirschwasser reinmachen. Also es ist echt schwierig, die richtige Konsistenz zu finden. Also wirklich schwierig. Na, jetzt natürlich, wenn wir einen höheren Anteil an Flüssigkeit drin haben, dann wird das Ganze auch wieder heißer, ne, weil nur der Käse lässt sich nicht so richtig erhitzen. Sondern nur die Flüssigkeit da drin. Und die müssen wir dann erstmal wieder reinrühren in die Masse. Die Flüssigkeit. Zu käsig gibt es nicht. Nee, das ist richtig. Aber der muss so ein bisschen, so ein klein bisschen flüssiger sein, sollte er. So ein ganz klein bisschen. Und jetzt habe ich Angst, dass das alles abscheißt hier. Das ist wirklich nicht einfach, ne? Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Man rührt sich das zusammen. Aber durch diesen hohen Fettanteil im Käse ist es wirklich schwierig, die Flüssigkeit dann da drin unterzukriegen. Das ist emulgiert zu einer schönen Masse. So, andere hätten jetzt einfach gesagt, hey, weißt du was, du holst dir einfach so ein Paket Schmelzkäse und ein bisschen Milch rein und dann machst du das Ganze heiß, wie so eine einfache Käse-Kartoffelsuppe. Nee, so einfach funktioniert das nicht. Ich finde es geil, wenn er richtig schön Fäden zieht. Und, ja, aber er muss auch schmecken, so, weißt du, das ist halt auch wichtig. Nicht nur Fäden ziehen und eine schöne dicke Schicht, sondern er muss auch schmecken. Ich will ja nicht nur den Käse haben, also ich will
den Flavor vom Käse haben, aber auf eine angenehme Art und nicht nur. Ha, es ist schwierig zu erklären, wirklich. Es ist einfach schwierig zu erklären. Wirklich schwierig. Alle nur so Käse, ey. Also für jeden sieht er. Aber mal sowas von. Heiß ist er auch. So, was sagst du zum Brokkoli, wenn er da so drin verschwindet? Boah, Alter, den krieg ich gar nicht mehr raus. Boah, das ist mal. Boah. Guckt euch das an. Alter. Meine Seele ist mit Käse überbacken. Boah. Forenzo, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Boah, Alter, das war mal. Ich bin gerade fast gekommen. Alter, das ist geil. Also, Leni, das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal wieder selber. Definitiv. Boah. Das ist geil. Aber für mich könnte es noch eine Prise salziger sein. Das Fleur de Sel ist ja nicht so salzig, das ist ja angenehm salzig. Nicht so scharf salzig. Wie das Jodsalz aus dem Jahrmarkt. Oder von Tipp. Oder was weiß ich. Sondern es ist wirklich angenehm salzig. Ja, Mister, kann ich euch nur empfehlen. Sage ich für jedes Mal. Mal gucken, ob es die Kamera besser aufnimmt hier. Oh, oh. Guckt euch an, diese schönen Salzkristalle. Dieses weiße Gold. Seht ihr diese richtig schönen Kristalle? Oh, das knackt so richtig schön, wenn man das im Mund hat. Und das ist überhaupt nicht. Also, das ist gar nicht so richtig salzig, sondern. Oh. Es ist so angenehm salzig einfach. Hallo, Kamera. Hallo, hallo. Zack. So, und das ist halt der Unterschied zwischen Produkten und Produkten. Dies, das, Ananas. Leni, bist du da oder da? Leni ist nicht da. Leni ist in der Schweiz. Da hat er einen Foodgasmus. Unhöflich von mir erstmal, hallo. Ja, Mama, also da wollte ich auch gerade sagen, das ist jetzt wirklich, langsam reicht's auch. Das ist der Gipfel der Unterhaltungskunst. Erstmal hallo sagen hier. So, was sagt denn so ein kleines Kartoffelchen dazu? Oh, da mach ich ein schönes Video. Oh, guckt euch das an. Oh, da mach ich ein schönes Video von. Wie ich hier was reintauche. Also was zu essen. Ich will gar nicht mehr aufhören, Fäden zu ziehen. Wow, es fällt runter. Habt ihr das gesehen? Der Käse wollte gerade abhauen. Sorry Leute, das ist einfach nur geil. Du musst halt immer mal rühren, ne? Der Käse wird natürlich fester als diese Industriepackung. Und warum? Gucken wir mal. Ich habe mir mal so eine Packung geholt. Ja, nochmal. Ah, das ist wirklich lecker. Da kann man nichts sagen. Das ist wirklich lecker. Und wenn bei dir kein Käse vorbeigeht, ja, normalerweise Klassiker, bei mir geht immer Käse auf den Tisch. Was haben wir denn da alles drin?
Zutaten. Schweizer Käse. 50%. Weißwein, Wasser, Maisstärke. Kirschwasser, Schmelzsalze. Okay, Stabilisatoren E339, E452. Kochsalz, Würste, Würze. Würste? Pasteurisiert, alkoholhaltig. Hm. Okay, also die haben Stabilisatoren drin. Könnte ich auch mitarbeiten, die sind aber leider noch nicht da. Dann mache ich mir meine eigenen Stabilisatoren. Und dann kriege ich das auch alles hin. Gar kein Ding. Wir kochen das alles nach. Wir kaufen uns nichts mehr selber. Wir kochen es alles selber nach. Aber ich könnte mir noch, was ich mir noch vorstellen könnte, was ich noch so ein bisschen vermisst habe, ist so ein bisschen Essignoten. So ein bisschen Säure. Machen wir so einen Schuss Balsamico rein. Oh. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Käsefondue über hat, kann man das so im Topf lassen? Und kann man das am nächsten Tag einfach wieder warm machen? Oder wie ist das hier? Frage an die Schweizer. Ich weiß, bei euch bleibt nie was über, aber wenn man was überbleiben sollte. Ich glaube, die Hälfte der Leute ist einfach nur neidisch momentan, dass sie nicht bei mir am Tisch sitzen. Oh. Hm. Der Essigsäure haut's raus, ne? Alter Verwalter. Also die ändert das komplett. Einfach mal so ein bisschen Säure. Mega gut, ey. Hm. Warm machen wird eher schwierig. Warum? Einfach nur geil. Das ist so einfach, das spiegelt einfach diese Einfachheit am Kochen wieder. Es ist so easy, einfach gute Produkte, ein geiles Brot, geile Kartoffeln, Brokkoli, geiler Käse, mit Liebe zubereitet, ein bisschen nachgewürzt. Und du kannst dich am Tisch setzen mit vier Freunden oder was und kannst dir den Wanst vollschlagen. Wenn die Leute Käse mögen. Wenn nicht, bleibt mehr für dich. Ganz einfach, ne? Boah. Das ist echt hammerhart. Und es ist kein Zeitaufwand, ne? Das kommt noch dazu. Also wirklich nicht. Wir sind gerade mal eine Stunde live. Und ich esse schon. Ganz entspannt. Ohne Arbeit. Also ein Käsefondue ist, also das ist wirklich, das hat es mir so ein bisschen angetan, ne? Ich muss jetzt ein bisschen im Stehen essen. Ich habe immer das ganz getaucht. Ich kriege auch ganz getaucht, oder? Oh, ja. Aber das nehme ich in Kauf, das im Stehen essen. Mir geht es gut, schön wieder deinen Hund zu haben. Ja? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich meine, schön, dass sie ihren Hund wieder hat, ne? Dass sie meinen los ist. Hier übrigens liegt und geiert. Okay, habe auch noch nie genug übrig gelassen, dass es sich gelohnt hätte, es nochmal warm zu machen. Nee, das stimmt. Normalerweise macht man es alle. Das ist eine andere Hausnummer. Das ist so. Also das ist heftig. Das ist noch heftiger als diese Fertigmischung. Das macht dich so pappensatt. Also jetzt schon, ne? Das ist echt Wahnsinn. Weil bei der Mischung hast du ja das Gefühl, dass der Käse irgendwie stark verdünnt. Hier merkst du richtig noch die Struktur vom Käse. Und du siehst sie ja auch. Also das ist wirklich nicht zu vergleichen. Hier tropft es nicht so schnell, sondern der Käse bleibt echt hart dran kleben.
Boah. Boah. Upsi. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Wir haben uns heute eine Schweizer Käsefondue gezaubert. Ja, bestehend aus Appenzeller, Emmentaler, Weißwein, Kirschwasser, Fleur de Sel, etwas Muskatnuss und ein bisschen Essig. Dazu ein Sonnenblumenkernbrot, ein bisschen Brokkoli und Kartoffeln. Und ich bin der glücklichste Mensch an diesem Montagabend. Glaub es mir. Also das ist wirklich sowas von lecker. Und es macht satt. Es macht richtig satt. Es ist einfach gemacht. Wir haben bei null angefangen. Waren nach, weiß ich nicht, mit Quatschen und allem nach einer halben Stunde fertig. Ohne Aufwand. Boah. Aber so, kennt ihr das? Wie so eine Tüte Chips einmal aufgemacht und man kann nicht aufhören zu essen. Ich weiß jetzt schon, dass ich heute Abend mit Bauchschmerzen im Bett liege. Oh. Lecker. Ja, an diesem Montagabend wirklich easy. Ich bin jetzt gerade dabei, mit Lady Aurea einen Termin abzustimmen. Und dann werden wir uns aus Berlin eine Domina herholen zum Gespräch. Und sie fragen, was ihr sie schon immer mal fragen wolltet oder schon mal eine Domina fragen wolltet. Ich liebe es, wenn der Käse blubbert. Ist jetzt aber ein bisschen heiß. Boah. Der ist heiß. Und lecker. Boah, Mann, Mann, Mann. Also wenn ich mit Essen Emotionen ausdrücken könnte, dann würden wahrscheinlich die meisten jetzt anfangen zu weinen. Das ist wirklich lecker. Das ist einfach nur lecker. Das ist so einfach und es ist so lecker. Wer Käse mag, natürlich. Wer jetzt Veganer ist und Fruktarier oder so, der wird sagen, nee, aber Käse, also Leute, die einfach nur Käse mögen, und das müssen nicht mal Leute sein, die unbedingt Appenzeller oder einen Schweizer Emmentaler mögen oder einen Gruyère, sondern yeah, es gibt ja diese Standardtypen, ich mag Gouda, ich mag Butterkäse, die werden das trotzdem essen und mögen und sagen, lecker. Lecker, genau. Und ich geier schon so ein bisschen auf diesen Mutterboden oder wie heißt das? Die Mutter? Wie nennt ihr das? Was da unten so ansetzt, der Käse? Da gibt es so einen Boden, der setzt unten so an. Oh, das ist echt, das ist so knusprig am Ende. Gib mal ab. Hubbe moin! Was möchtest du haben? Brot? Kartoffel oder Brokkoli? Hm? Ich nehme währenddessen nochmal einen Schluck, bis du dich entschieden hast. Brokkoli. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein, das kostet eine Runde. Ich kriege ihn nicht gedreht. Er ist kaputt gebrochen. Ich habe ihn zu dünn geschnitten. Da ist er. Ich habe ihn. Aber alles wird gut. Guck dir das an. In diesem Karussell aus Käse. Der Käse ist das tragende Teil. Es hält alles zusammen. Boah. Jetzt muss er aber den Mund aufmachen, sonst wird das hier echt fatal. Geil. Boah. Die Oma heißt das, genau. Ich habe hier gleich einfach mal so 700 Gramm Käse weggehauen. Bin nebenbei noch betrunken durch den Weißwein und das Kirschwasser.
Aber es ist einfach so schweinelecker. Irgendwann wird das erfunden, dieses Geschmacks-TV. Und dann könnt ihr alle dran teilhaben. Boah. Ist Grossi. Skulla gern. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie einfach so ein Käsefondue geht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Geht auch ohne natürlich diesem Equipment mit dem Topf aus der Schweiz und dem Schweizer Stecker. Ich habe mein erstes Fondue auch anders zusammengebastelt. Man kann auch ruhig ein bisschen kreativ werden. Aber es lässt sich einfach hier am besten drin verrühren und vermengen, ohne dass es direkt ansetzt in so einem Topf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und mit ganz viel Glück sehen wir uns in 2 Tagen. Morgens Dienstag, übermorgen Mittwoch. Zum nächsten Mal, wenn es heißt Kochen mit Kelle. Also bis dahin, meine Lieben. Euch noch einen wunderschönen, entspannten Abend. Ich werde jetzt in Ruhe mein Fondue essen. Und wünsche euch einen charmanten Montagabend.